Ja, diplomatische Reisen, was heißt das? Die Autoren der ausgewählten Briefe und Berichte sind Männer, die in offizieller Funktion in fernen Ländern unterwegs waren und von ihren Erlebnissen bzw. den dortigen Zuständen berichten. Und um auch in zeitlicher Hinsicht bei dieser Tour d'Horizon noch einmal einen weiten Bogen zu spannen, habe ich hier zwei Briefe aus dem 17. und zwei aus dem 20. Jahrhundert gewählt. Beginnen wir im Jahr 1616. Da begab sich ein junger Mann, Heinrich Albrecht Schenk von Limpurg, auf eine sogenannte Grand Tour durch Frankreich und Italien. Eine solche Kavaliersreise gehörte damals zum obligatorischen Bildungsprogramm eines jugendlichen Adligen. Begleitet wurde er, wie seinerzeit ebenfalls üblich, von einem Tutor, dem Erzieher Eberhard Schultheiß. Dieser hatte dem Vater regelmäßig über den Fortgang der Reise zu berichten. So auch hier. Die beiden Kavaliere sind mittlerweile in Genf angekommen, werden dort aber an der geplanten Weiterreise nach Lyon gehindert, da die Grafschaft Burgund und das Herzogtum Savoyen kurz vor einem Krieg stehen. Schultheiß berichtet: Wohlgeborener, gnädiger Herr, Euer Gnaden sind meine gehorsamen Dienste unter Wünschung beharrlicher Wohlfahrt bevor. Euer Gnaden, um über diese Stadt, Genf, und Landesgelegenheiten zu berichten, es ist bisher hierum nicht wenig Furcht gewesen, weil etliche hundert Reiter, man meinet, es sind 1500, herumgestreift sind und an etlichen Orten übel Haus gehalten haben. Darum haben dann die von Gex, ist ein Städtlein dem König von Frankreich gehörig und auf 4 oder 5 Stunden von hier entlegen, hierher geschickt und bei hiesiger Stadt um etliche Musketen gebeten, um sich im Notfall zu verteidigen, und diese sind ihnen auch geliefert worden. Von den Söldnern haben sich etwa 50 oder mehr vor Genf sehen lassen. Man hat ihnen aber aus hiesiger Stadt etliche Pferde entgegengeschickt, und sie wurden gefragt, was ihr Begehr wäre, haben sich aber bald hernach aus dem Staub gemacht. Auf der Seite gegen Burgundien haben die burgundischen oder spanischen Soldaten viel Vieh, so auf eine Vogtei, welche der Regierung in Bern zuständig gehörig, geraubet. Wie solches denen von Bern gefallen wird, gibt die Zeit. Das spanische Kriegsvolk, meinen etliche, werde mehr aus den Niederlanden oder Deutschland als aus Savoyen geworben, wiewohl viele meinen, es werde mit Savoyen und Spanien noch einen harten Streit geben, sofern die Sache nicht vertraglich geregelt wird. Dessen Ausgang wartet man mit Verlangen ab und zum Teil nicht ohne sonderlichen Argwohn, wiewohl die Abgesandten dieser Stadt, die auf Begehren des ältesten Sohns des Herzogs von Savoyen ihre fürstliche Gnaden in einem Städtlein 8 Stunden von hier besucht haben, nicht genugsam rühmen können, was ihnen von ihrer fürstlichen Gnaden für Ehre und Höflichkeit bewiesen worden ist. Vielleicht ist daraus zu entnehmen, dass wir keine Feindseligkeiten erleben werden. Aber wie gesagt, man will nicht zu sehr trauen und die Wachen werden noch täglich fleißig versehen. Unter diesen hat sich unlängst ein ziemlich grober Schnitzer ereignet, denn als zwei Hauptleute miteinander uneins geworden und bei Nacht im Herumgehen einander antrafen, haben sie aufeinander mit ihren Kompanien losbrennen wollen, wie denn auch einer aus den Soldaten schon losgebrannt ist, ist aber durch des Syndikus Zulaufen und Friedegebieten verhütet worden. Es wäre ohne allen Zweifel ein Brennen in der ganzen Stadt daraus geworden. Sie, die Hauptleute, sind zwar noch dieselbe Nacht ins Gefängnis geführt worden, aber weil sie von der vornehmsten Herren und Ratspersonen nahe Verwandte bald wiederum ledig gelassen worden. Sonderlich, weil der Soldat fürgab, dass ihm die Büchs unversehens abgegangen sei. Der Pass auf Lyon ist noch nicht geöffnet. Trotzdem ist neulich ein Herr dieser Stadt in diese Richtung abgereist, mit savoyischen Papieren, darin der Pass geöffnet, in der Hoffnung, desto mehr auszurichten. Aber vergeblich. Es wird, wie man sagt,
an den König selbst dieswegen geschrieben werden. Tue hiermit euer Gnaden göttlichen Segen und Gnaden allzeit befehlen. Gegeben zu Genf, den 6. August, de anno 1616. Euer Gnaden untertänig dienstwilliger Eberhard Schultheiß. Die Situation im folgenden Bericht ist weniger dramatisch. Es handelt sich um eine diplomatische Mission im Jahr 1640. Ein Sonderbotschafter des Dogen von Venedig ist nach Konstantinopel gesandt worden. Er will sich dort offenbar mit anderen europäischen Gesandten treffen und wird hierbei von einem Mann namens Johannes Winter begleitet. Dieser Johannes Winter war von seinem unmittelbaren Dienstherrn, dem Tiroler Patrizier Ferdinand Geizkoffler, welcher im Sold der Republik Venedig steht, dem Herrn Ambassadore als Reisebegleiter zugeteilt worden und berichtet nun aus Istanbul, wie die Überfahrt und der Empfang seiner Exzellenz in Konstantinopel bisher verlaufen sind. Hochwohlgeborener Freiherr, euer Gnaden sind meine untertänige, geflissene Dienste in der Zeit bevor. Gnädiger Herr, euer Gnaden wird verhoffentlich mein letztes Schreiben von Venedig aus zu dero Händen gekommen sein, worauf ich mich alsbald dero gnädigen mir erzeigten Beförderung zufolge bei dem Herrn Extraordinario Ambassadore wirklich eingestellt und in Gottes Namen den Reisen Anfang gemacht und benebenst berichte, dass die Reis bis anhero so glücklich und gewünschtermaßen abgegangen, wie Gott solche begehret, wie in Gott solche begehret werden können und gerade 2 Monate gewährt. Den 28. Augusti reiseten ihre Exzellenz zu Lio ab und kamen den 28. Oktobris allhier Gottlob glücklich an. Haben nie keinen sonderlichen Sturm gehabt, außer etliche maligen Kontrawind, welcher uns in dem Hafen Mikone 10 Tage lang still zu liegen verursachte. Von Venedig aus hatten ihre Exzellenz 2 Galeere Sottili, also leichte Galeeren der venezianischen Kriegsflotte, bis nach Korfu. Die wurden von dem Kapitän des Golfo, Francesco Giustiniano, kommandiert. Auf der 2. war Tommaso Constantini, der Sopracomito. Hierzwischen haben wir alle Orte in Dalmatia, außer Spaladro und Tracu, besichtiget, ingleichen auch Ragusa. Zu Korfu haben ihre Exzellenz nicht mehr als 3 Tage stillgelegen, denn allda waren schon 2 Galeassen ganz bereit, dass man nur aus- und wieder einzuladen hatte. Inzwischen wurden von den Herren Repräsentanten die gewöhnlichen Komplimente in Acht genommen. Der Herr Cavaliere Zanchi war bettlägerig und ließ sich bei ihrer Exzellenz entschuldigen, schickte aber dero selten zu unterschiedlichen Malen von seinem Wein, auch sonsten Infrescamenti, also Erfrischung. Nachen Konstantinopel warteten auf uns 4 türkische Galeeren, von dem Gran Signore von Konstantinopel all dahin abgesandt, ihre Exzellenzen vollends der Orts zu überbringen. In diesen Galeeren, woher die schöne Ordnung und Sauberkeit sonderlich zu notieren, kamen wir also den 3. Tag all hier an. Ihre Exzellenzen sind noch unbekannt und bereiten sich vor, ihren öffentlichen Eintritt in 8 oder 10 Tagen zu halten, wonach man der Audienz beim Sultan erwartet. Inzwischen werden ihre Exzellenzen von dem ersten Wesir und anderen Staatspersonen mit allerhand Infrescamenti, Viktualien und anderen erfreut. Von ihrer kaiserlichen Majestät, Kaiser Ferdinand III., ist nur ein Resident allhier. Wie ich verstehe, so wird in etlichen Monaten auch eine Extraordinaria-Botschaft von Wien erwartet. Von Frankreich ist ein Ordinari-Ambassadore. Nebenst dem befindet sich noch der Graf de Plessis, welcher schon vor 20 Jahren Ambassadore gewesen, aber sich also tief in Schulden gestürzt, dass er noch bis Itzu allhier bleiben muss. Von England ist gleichfalls ein Ordinario Ambassadore, von Holland ein Resident.
Weiters weiß Euer Gnaden ich diesmals nichts zu berichten. Wünsche derselben zum Beschluss und dero herzgeliebten Frau Gemahlin vor dem gründgütigen Gott ein langes Leben, beständige Gesundheit und alle ersprießliche Wohlfahrt. In dessen gnädige Protektion dieselbe ganz treulich und zu dero Gnaden mich gehorsamlich befehlen tue. Datum Konstantinopel, den 10. Novembris, anno 1640, Euer Gnaden untertäniger, geflissener Diener, Johannes Winter. Daran kann man lernen, wie man schön formuliert gestellte Briefe vielleicht auch mal lieber schreiben kann. Mit dem nächsten Diplomatenbrief machen wir räumlich und zeitlich einen großen Sprung von Konstantinopel im Jahr 1640 nach Marokko ins Jahr 1901. Philipp Wassel, geschäftsführender Leiter des württembergischen Konsulats in Casablanca, gibt einem Grafen Adelmann, der die Leitung des Konsulats übernehmen soll, Tipps für seine Reise. Casablanca, den 10. Januar 1901. Sehr geehrter Herr Graf, mit Vergnügen gebe ich Ihnen, so gut ich vermag, über Ihre Ausrüstung die gewünschten Aufschlüsse. Ihre Kleidung richten Sie ein, als wenn Sie nach Italien reisen wollten. Das heißt, bringen Sie nicht nur leichte Sachen mit. Gejagt wird ohne jedes Kostüm. Geritten wird in Knickerbockers. Irgendwelche Moden oder besondere Bekleidungsgepflogenheiten bestehen nicht. Casablanca ist so ein Ort, wo man seine alten Sachen aufträgt und vermeidet, neue anzuschaffen, weil es auffällt. Sehr wesentlich sind zwei praktische Regenmäntel und ein paar derbe Gummischuhe. Tennis wird gespielt. Sattel, Zaumzeug, Halfter, eiserne Fußfesseln und Stallutensilien bringen Sie am besten mit. Aber um Gottes Willen keine feinen neuen Sachen. Die Araber gehen zu lässig mit dem Zeug um. Wegen Einführung eines Jagdgewehrs und von Munition wollen Sie sich bitte rechtzeitig unter genauer Beschreibung des Gewehrs an die königliche Gesandtschaft in Tanger wenden, welche einen Waffeneinfuhrschein ausstellen muss. Sollten Sie ihn nicht mehr rechtzeitig bestellen können oder sonst Waffen mit sich führen, so verpacken Sie alles in Ihre Koffer. Da Sie konsularischer Beamter sind, gehen Ihre Sachen ohne Visitation durch die Zollgrenze. Einige Schwierigkeiten wird Ihnen Unterkunft und Verpflegung machen. In die hiesigen Hotels können Sie nicht einmal der Wissenschaft halber gehen. Es sind tolle Spelunken. Ich selbst habe nach vielen schlechten Erfahrungen mit arabischen Köchen und Dienern eine deutsche Haushälterin angenommen. Mindestens für die erste Zeit und jedenfalls bis Sie sich selbst entscheiden, wie und wo Sie hausen wollen, biete ich Ihnen an, meinen bescheidenen Tisch mit mir zu teilen. Nur bitte ich Sie, nicht den Gedanken mitzubringen, als ob es sich hier komfortabel leben ließe. Es geht sehr feldmarschmäßig zu. Glauben Sie bitte auch nicht, dass es irgendwelche exotischen Freuden hier gäbe, die für die zahllosen Entbehrungen entschädigen könnten. Man muss nach allen Seiten hin gleich freundlich sein und kann nie darauf rechnen, zum Entgelt angeregt und amüsiert zu werden. Aber das soll Sie keineswegs abhalten, zu uns zu kommen. Ihre Nachricht, amtlich ist mir noch nichts mitgeteilt, hat mich besonders mit großer Freude erfüllt. Ich wünsche Ihnen, sehr geehrter Herr Graf, eine angenehme Reise und bin in der Hoffnung, baldigst Ihre persönliche Bekanntschaft machen zu können, mit besten Empfehlungen, Ihr sehr ergebener Philipp Wassel, Verweser des Hohen Konsulats. Diplomaten führten zu Beginn des 20. Jahrhunderts also offensichtlich noch ganz selbstverständlich Jagdgewehre mit sich im Gepäck. Zum Abschluss machen wir jetzt noch einen Abstecher nach Moskau. Im September 1955, uns allen wohl erinnerlich, reiste der damalige Bundeskanzler Adenauer in einem Sonderzug der Bundesbahn in die sowjetische Hauptstadt. Es gelang ihm bei diesem Besuch unter anderem, die Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen durchzusetzen. Offizieller Anlass der Reise war die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. Der Bundesbahnbeamte Karl Hein
hatte diese Reise mit einem Sonderzug der Bundesbahn zu organisieren. Er hat über diesen Besuch einen langen, wirklich langen Bericht geschrieben. Ich kann Ihnen nur wenige Auszüge vorstellen. Am 13. Juli 1955 richtete das Auswärtige Amt in Bonn an die Bundesbahn die Anfrage, ob es möglich sei, mit einem Bundesbahn-Sonderzug von Bonn nach Moskau zu fahren. In der bejahenden Antwort vom gleichen Tage waren die möglichen Linienführungen angegeben und war ausgeführt worden, dass es notwendig sei, unsere Wagen in Brest auf die breitere russische Spur umzusetzen. In der Nacht vom 3. zum 4. September wurde der Sonderzug Moskau vom Ausbesserungswerk Frankfurt-Main nach Bonn übergeführt. Am Sonntag, dem 4. September, in Bonn beladen und am gleichen Tage, spätabends, 23.30 Uhr, rollte der Zug von Bonn nach Richtung Osten ab. Der Sonderzug bestand aus 13 Wagen. A, dem Salonwagen des Herrn Bundeskanzlers, B, einem Gepäckwagen mit einer allseitig geschlossenen, elektrisch isolierten Konferenzkabine, C, einem Salonwagen mit großem Konferenzraum, D, einem für den Autotransport eingerichteten Gepäckwagen, E, einem Postwagen mit Empfangsgeräten für drahtlose Telefonie und Telegrafie. Eine Sendeanlage hatten die Russen nicht erlaubt. In Marienborn wurde dem Sonderzug als 14. Wagen ein sehr geräumiger Schlafwagen der Eisenbahnen der UdSSR angehängt, in dem 25 Offiziere des MWD, des Sicherheitsdienstes der UdSSR, dem Sonderzug von Moskau entgegengefahren waren. Bei jedem Halt des Zuges umstellten die Bewachungsoffiziere den Zug und sprangen erst nach dem Anfahren, nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass kein Unbefugter zugestiegen und kein Insasse ausgestiegen war, auf den manchmal schon ein recht flottes Tempo einschlagenden Zug auf. Der Sonderzug fuhr, nachdem wir uns bei unseren Reichsbahnkollegen mit Zigaretten und Tabak bedankt hatten, mit zwei polnischen Lokomotiven pünktlich um 14 Uhr am Montag, dem 5. September in Frankfurt-Oder ab. Auf einer langen zweigleisigen Brücke überquerte der Sonderzug langsam die Oder, diesen für die Deutschen zum Schicksalsstrom gewordenen deutschen Fluss, die sogenannte Friedensgrenze. Es sind Empfindungen eigener Art, die uns überkommen, schwer zu beschreiben. Hier soll Deutschland auf einmal zu Ende sein? In Brest musste unser Zug umgespurt werden. Das russische Umspurpersonal, etwa 30 Männer, aber auch zwei Frauen, war vorzüglich eingearbeitet. Es ging alles glatt und reibungslos vonstatten. Die russischen Eisenbahner, die Männer des deutschen Vorkommandos und die Eisenbahner des Sonderzuges arbeiteten Hand in Hand, so als ob sie wer weiß wie lange schon miteinander Sonderzüge von Normalspur auf Breitspur umgesetzt hätten. Kurz vor Mittag am 7. September erscheinen in der Ferne die Türme und Kuppeln von Moskau, überragt von mehreren wolkenkratzerartigen Gebilden. Und dann kam der Bahnhof Bielorusskaja, der weißrussische Bahnhof. Auf dem Bahnsteig offizieller Empfang. Herr Wolko vom russischen Protokoll und eine ganze Reihe weiterer Herren vom russischen Außenministerium. Wir übergaben eine kleine, bereits in Deutschland angefertigte Skizze, in der dargestellt war, wie wir uns die Aufstellung des Sonderzuges im Leningrader Bahnhof gedacht hatten. Wir wollten die Wagen unseres Sonderzuges so aufstellen, dass der Salonwagen des Kanzlers und der Konferenzwagen nicht nur gegen Sicht von außen, sondern auch gegen etwa in der Nähe angebrachte Abhörvorrichtungen möglichst weitgehend geschützt war. Der russische Geheimdienst hatte wahrscheinlich andere Pläne. Es bedurfte langwieriger Verhandlungen und einer Beschwerde beim Außenministerium, bis unser Zug endlich nach mehr als 48 Stunden in die Gleise des Leningrader Bahnhofs in Moskau einrangiert wurde. Die Straßen Moskaus
wenigstens die Haupt- und Ringbahnstraßen, sind breit, viel breiter, als man es sich vorstellte. Die Plätze haben riesige Ausmaße. Der motorisierte Verkehr ist enorm. Die Autos fahren in 7er Reihen nebeneinander. Auf den ebenfalls sehr breiten Bürgersteigen fließt ein dichter Menschenstrom gemächlich dahin. Die Menschen scheinen es weniger eilig zu haben als bei uns. Die Hauptstraßen sind in einem sehr guten Zustand. Sie sind peinlich sauber. Die gärtnerischen Anlagen sind sorgfältig gepflegt. Man sah überhaupt viel Blumen, auch in den Fenstern der die Straßen säumenden Häuser. Das Hotel Sowjetskaya, das der deutschen Delegation für die Dauer des Moskauer Aufenthaltes zur ausschließlichen Benutzung zur Verfügung gestellt worden war, ist eine Überraschung. Monumentalstil mit Zuckerbäcker-Einschlag. Am Tage der Ankunft des Sonderzuges hatte es einige Aufregung gegeben, weil angeblich das deutsche Vorkommando in verschiedenen Appartements Abhörgeräte festgestellt haben sollte. Was an diesem Gerücht Wahrheit und was Dichtung war, hat sich nicht genau ermitteln lassen. Möglich wäre es schon gewesen. Es deutete aber nichts darauf hin. Ich halte die Russen für zu klug, als dass sie durch solche Mätzchen die Verhandlungsatmosphäre von vornherein zu verschlechtern trachteten. Im Übrigen konnte man sich im Sowjetskaja wohlfühlen. Die Verpflegung war russisch üppig. Eine Stunde im Metrobahnhof Komsomolskaja oder auf dem Roten Platz an der Kremlmauer vermittelt einen Anschauungsunterricht in Völkerkunde, wie er besser und vielfältiger nicht sein kann. Nicht nur Gruppen aus den verschiedenen Ländern und autonomen Gebieten des sowjetischen Vielvölkerstaates, blonde, weißrussische Bauern, Kolchosbauern und Traktoristen aus Kasachstan, Usbekistan und der äußeren Mongolei, schlitzäugige Kirgisen, Kalmücken und Tataren, dunkelhäutige Georgier, Armenier, viele in ihren heimatlichen Trachten sind vertreten. Man sieht beturbante Inder, Chinesen in ihren blauen Einheitsanzügen, zierliche Koreaner, aber auch Funktionäre aus dem westlichen Europa, aus Amerika. Der Fremde kann den ungeheuren Wissensdrang der russischen Jugend nicht übersehen. In den großen Bibliotheken, auf Parkbänken, in den Trolleybussen, in den Zügen der Metro, überall, sogar auf den Rolltreppen der Metro, sieht man die Jugendlichen lesen. Es sind aber keine Comics oder billige Romanhefte, die sie in den Händen halten. Es sind Grammatiken, mathematische Werke, russische und ausländische Schriftsteller. Und all das geschieht mit einem beinahe verbissenen Ernst. Man weiß, dass man zurück ist und will nun schnell und gründlich aufholen. Abschließendes Urteil. Vielleicht ist in einem Satz zusammengefasst das Gesamtergebnis aller Beobachtungen: in der Sowjetunion ist vieles sehr viel besser, als man im Westen annimmt und als wir in Deutschland wissen. Es ist aber nicht so gut, wie die meisten Russen annehmen und wovon sie überzeugt zu sein scheinen. Ein Bundesbeamter 1955 in Moskau. Interessante Beobachtung. Wie der Brief, dieser Bericht ins Staatsarchiv gelangt ist, weiß kein Mensch. Herr Dr. Müller konnte es mir jedenfalls nicht sagen. Vielen Dank für Ihren Besuch und einen schönen Resttag der Archive noch. Vielleicht sehen wir uns bei Gelegenheit irgendwo in Mengtli wieder. Dankeschön.